It's dark out here, the moon is shining, my wife is wing foiling. Oh yeah. Oh, it's so nice. It's so nice. There she is. Can you see her? Woohoo! Es ist kurz vor 7 Uhr morgens. Guten Morgen. Schau, da. Wow. Seht ihr das? Es dampft. Und da gehen wir hin. Das ist unser Ziel. Ja. Wir sind bei den, wie heißen die? Ich weiß nicht. Saturnia. Ah ja, Saturnia. Heiße Quelle, natürliche Quelle. Ja. Schwefelquellen. Man riecht. Es riecht so nach Eierfurz. Ja. Die ganze Zeit Kai am Beschuldigen. Aber ich weiß nicht. Aber es ist das Bad. ja, ich bin gespannt jetzt auf das heiße Bad. Und da ist einfach noch der Mond. Ich glaube, es war Vollmond heute Nacht. Die Stimmung ist grandios. Also auch hinter uns ist so ein rosa-lila gefärbter Himmel. Das ist das Bad. Ja. Das ist so schön. Also es lohnt sich schon, früh aufstehen. Danke, dass du mich geweckt hast. Bitte, ja. Weil sogar mit Kaffee, ne? Sogar mit Kaffee. Ja. Ich habe noch tief und fest geschlafen. Und dann höre ich, wie es rumrommelt und so. Dass der Kaffee macht. Ich, was ist denn los? Lass mich doch schlafen. Ja. Aber herrlich, schön. Ich bin jetzt auch wach, denn das ist auch wieder schön. Gut. Puh, also hier qualmt es ordentlich. Und ich kann euch sagen, dieser Dampf, der stinkt, ey. Hier draußen ist es kalt dann, ne? Oh, aber ja. Ich wollte gar nicht. Oh, das Handtuch ist ewig feucht. Drin. Das ist feucht, das Handtuch. Deins auch? Ja, ist feucht und nassig. Ja. Wir waren schon echt eine Stunde drin. Oh, ich hätte noch länger bleiben können, eigentlich. Ja. Wenn ich nicht jetzt pinkeln müsste. Ab zum Frühstück, würde ich sagen. Aber schaut es an, wie traumhaft ist es bitte. Ah, echt schön, echt ja. Schön. So, geht sie die Hose aus, dann geht's ab zum Frühstücken. Herrlich. Also, guter Start in die neue Woche, würde ich sagen. Ah, zurück vom Bad. Hier haben wir geparkt. Richtig süß. Da geht's eigentlich nur, hier steht nur ein Mobil und wir. Und da haben wir gestern Abend noch einen Platz ergattert. Frühstücken? Du hast gesagt, du gehst schon mehr ins Dörfchen frühstücken. Oh, das wäre doch richtig schön, oder? Also, schauen, ob da was ist. Zumindest würde mich das empfohlen von Giorgio. Jetzt muss ich nur noch offen haben. Muss nur noch offen haben, das schauen wir. Ja. Ja. Oh, ich muss mir Socken und Schuhe anziehen, das ist kalt. Es ist echt kalt, ja. Also Schuhe angesagt.
So, du hast bestellt? Ja. Okay, sehr gut. Kommen Sie rein. Wir gehen nach hinten rein, weil draußen ist schon zu kalt, ne? Ja, weil es dann nur schattig ist. Es ist spartanisch eingerichtet, aber ich glaube, dieses italienische Frühstück wird uns schmecken. Hier oder was? Ja, das ist gut. Da steht das Frühstück dann. Ja. Und? Ja. Wir haben Panini mit der Rucola und dieser Parmaschinken oder ja. so. Dann zwei Croissants mit Creme und Cappuccino. Herrlich. Lass dir schmecken. Danke. Ja. Guten. Finde ich gut im Die Sonne. Sonnentanz. Ein Sonnentanz, ja. Mega. Sonne. Und wie man sieht, wir sind wieder woanders. Neuer Strand. Ja, wir stehen mitten auf dem Strand. Am Meer. Ganz viel Strandgut angespült. Da merkt man, dass Winter ist, ne? Dass so viel Strandgut angespült wird. Ja. Aber richtig geil der Platz, wir sind so durch den Sand drauf gedüst gestern Abend. Da hattest du dann noch die geile Session. Ne? Ja, wieder Abendlicht, das Abendlicht. Ist sehr schön. Ah, Hammer, ja. Hammer. Ja. Und wir sind im Piombino und das ist im Norden. Und warum sind wir im Norden? Ja, warum sind wir im Norden? Wir waren ja gestern auch in der heißen Quelle bei Saturnia. Das ja. ist ja auch schon ziemlich weit im Norden. Ja. Und wir sind im Norden, weil wir uns auf den Heimweg machen. Ja, der ja. Ende oder das Ende der Reise ist offiziell jetzt, weil wir ab Anfang Dezember eine Wohnung in die Niederlande haben. Ja, wir haben ja letzten Vlog erzählt, dass das mit der Wohnung nicht geklappt hat. Ja. Dann haben wir echt alles angerufen, gemacht und getan, dass wir was finden, weil es ist sehr schwierig, was zu bekommen. Weil öffentlicher Wohnungsmarkt zu mieten ist da eigentlich gar nichts. Nee. Und dann hat Kai alle Makler angerufen. Und eine hatte dann ein kleines Häuschen in Raushaven. Genau, und das wird jetzt bestätigt. Da ziehen wir hin ab Dezember. Ja, genau, aber ist halt schon möbliert. Ja. Und für anderthalb Jahre. Aber es ermöglicht uns einen Startort. Und von da können wir dann immer weiter gucken, was genau. wir finden. Ja, richtig krass, nach so langer Zeit, aber bevor wir hier weiter das Ding so abschließen, ja, gehst, du ja einfach, noch weiter. Gehst du einfach nochmal aufs Wasser, ja. ne, kleine Session hier und dann sehen wir uns danach nochmal. Später. Ja. Genau. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness
this could reach everyone, there'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Bitteschön. Ja. Ich weiß nicht, ob man meinen Kaffee anstoßen kann, aber auf eine letzte Nacht in Lowy. Letzte Morgen. Die Nacht ist schon vorbei. Die Nacht ist vorbei, stimmt. Ja, so ist es dann. Wir sind auf dem Heimweg. Stehen in Como, kurz vor der Schweizer Grenze. Ja, es ist frischer zum Aufwachen. Ja, ich habe Pulli an. Ich wollte auch gar nicht aufstehen zum Kaffee machen, weil es so kalt ist. Und ja, wir freuen uns jetzt heute den Rest zurückzufahren. Und dann werden wir jetzt erst nach Tübingen, weil da alle unsere Sachen gelagert sind. Ja. Und Familie, Freunde sehen. Genau. Und dann geht eigentlich so die Reise, oder für euch vielleicht ganz spontan und unspektakulär, zu Ende. Ja. Aber so ist es halt im Leben. Und für uns war es auch ganz, also relativ spontan. Wir hatten immer geplant,
Weihnachten zurückzukommen. Wir gehen noch nach Sizilien und alles. Aber irgendwie haben wir gemerkt, die Luft ist raus. Irgendwie haben wir jetzt auch die Tage so kurz sind und es ist kälter und dann ist es wieder so feucht im Bus und dann muss man wieder gucken, dass nicht alles schimmelt und das irgendwie reicht's dann. Ja. Und man kann dann noch sagen, okay, nee, wir wollen das noch sehen und da sich durch doch noch weiter, aber dann ist immer die Frage, wie viel Spaß macht es uns gerade eigentlich noch und irgendwie sehnen wir uns total nach Festigkeit und den normalen Alltag. Ja. Was ihr jetzt wahrscheinlich denkt, sind die verrückt. Aber ja. Aber nee, das ist echt, finde ich auch, das Schöne an so einer Reise. Man hat mal schon echt so einen Perspektivwechsel und ich bin also echt richtig dankbar, dass ich das mit dir machen dürfte. Ja. Und darf. Und also, ja, das war schon ein richtig, richtig schönes Erlebnis, das wir, glaube ich, für immer bei uns tragen und wo wir auch immer aus zurückfallen können. Das ist so, glaube ich, auch das Gute, dass wir wissen, okay, das gibt's immer, das können wir immer, so. Ja. Ja, und jetzt freue ich mich auf das neue Kapitel, sozusagen. Ich auch. Ich will es auch nicht missen, unseren Erfahrungen, Erlebnissen, so viel Zeit zusammen zu verbringen. Ja. Und ja, neues Abenteuer. Und der Kaffee schmeckt. Ja, sehr gut. Richtig, richtig lecker. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir den letzten Morgen im Bus zu zweit gemütlich auslingen, fahren gemütlich heim und ja, starten ein neues Kapitel. Das heißt, das wird jetzt der letzte Vlog sein, denn die Reise ist vorbei. Das war einfach für die Reise gedacht für uns. Ja, als Erinnerung, als Tagebuch sozusagen, wo wir dann drauf zurückgucken können. Ja, auf und wie viele Wochen können wir jetzt zurückgucken eigentlich? Du hast, ich glaube, das ist Vlog 64 jetzt. 64 Wochen, also das sind schon einige Wochen. Schon echt spannend. Ja. Spannende Zeit, er hat auch viel über sich selber gelernt, finde ich. Total. Ja. Auf was freust du dich am meisten? Was freue ich mich am meisten vor? Das ist schwierig. Einfach die Toilette einfach zu haben. Ja. Ja, vor allem das, denke ich. Einfach eine Toilette zu haben und nicht immer schauen muss, oh, ist das schon voll? Oh, ich kann nicht, weil die Toilette ist voll, ich muss die erst leeren. Solche Sachen, also sowas. Ja. Ja. Ich auch. Ja. Und nicht alles rumräumen, jede Morgen. Und ja, das Rumgeräumen. Jeden Abend und alles ist dreckig. Und heiße Dusche freue ich mich auch. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ja. Und was wir auch schon gesagt haben, freuen uns mal wieder drauf, zusammen kochen zu können, wo wir beide in der Küche stehen können. Ja. So, echt so Kleinigkeiten. Ja, echt, echt. Ja. Kleinigkeiten. Ja. Schön. Das heißt, man schätzt wieder alles mehr. Man schätzt alles mehr. Das Fanlife gefällt es noch immer sehr, sehr gut. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Urlaube. Genau, wir sagen, jetzt können wir uns wieder auf Urlaub freuen. Es ist irgendwie echt verrückt. Aber man geht so hin und her. So, oh, es ist vorbei. Oh, wir hatten noch länger. Oh, es ist cool. Wir haben das im Bock zurück. Ja, wenn, vor allem, wenn dann echt feststeht, okay, jetzt ist es vorbei. Dann denkt man, oh, hätten wir nicht noch länger machen sollen. Wir hätten ja noch länger machen können. Wollen wir echt in die Kälte? Ja. Wenn es aber kein Ende ist und man reist weiter, dann denkt man, oh, ich will eigentlich zurück und ich habe genug und die Kälte und nass und blö. Ja, das sieht man mal. Vieles passiert da im Kopf herum und es ist wichtig, einfach mit sich selber da dann im Reinen zu sein und sich auf sein Herz zu hören. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Ja. Und ja, sehr, sehr schön, dass ihr auch ein bisschen so dabei wart, dass wir das mit euch teilen konnten. Ja. Und total. Lasst gerne auch irgendwie noch einen Kommentar da, wie euch allgemein unsere Reise gefallen hat. Und es tut uns leid für diesen abrupten Stopp. Genau, aber dann wird es einfach Zeit, auch Kommentar da und auf dem End-Like-Button zu drücken, einfach zu entabonnieren und dass ihr einfach die Computer ausschaltet und für euch selber auch eine Reise startet nach draußen. Und hätte ich mal gesagt, das ist Plan, mein letzter Wort. Und, dein letztes Wort. Und dann würden wir noch vor einmal sagen, unser Abschiedsgruß. Unser Abschiedsgruß, genau. Dach, dach. Dui, dui. Ciao.